raus für Robert und Silas Young. Otis Young. Otis recently made a switch to Youngling. Oh mein Gott, ich bin so gestört. Auf geht's. Asta war nicht erlaubt auf diesem Material. Let's go, Vitosh, das ist nicht so raus. Fick ihn, Vitosh. Ich sag euch, Vitosh ist super underrated. Das Matchup ist so unglaublich lame. Das ist halt super schwer für ja. Ich hab mir gestern Axe gegen Zayn angeschaut. Ja. Ich kann das nicht. Digga, ich spiel PM. Mein Gott, gewinnt die Knife. Ist das mit. Digga, es ist der erste Stock, halt die Klappe, Mann. Oh mein Gott. Oh! Warte, stirb. Mann! warte, ja, Mann. Vitosh hat erst gegen Buxbaum gewonnen. Busan. Vitosh hat Game 1 gegen Buxbaum gewonnen. Weißt du was? Vitosh hat Game 1 gegen Buxbaum gewonnen. Die ich dieses Jahr gegessen habe. Was denn? Die Tacos oder was auch immer das war, was ich bei Dusan gegessen habe. Die waren unnormal lecker. Ja, die waren geil. Danke, Dusan. Hashtag Dank. Du isst halt auch nur so deutsche, weiße Scheiße. Wenn jetzt einer einen Asiaten-Joint macht, dann mach ich den Streamer. So Asiaten-Joint. Dusan ist Asiate XD. Hä, warum? Wo soll ich denn irgendwas Nicht-Deutsches in Seen essen? Sag mal. Jedes Mal, wenn du in Berlin bist halt. Wann bin ich denn mein... Ich hab doch, jetzt gerade. Ich hab doch schon richtig viel komische Scheiße gegessen. Komische Scheiße. Hast du bei Eren Grill gegessen? Nein, ich hab so... Eren Grill gibt's doch nicht mehr. Nein, ich hab nicht komisches... Der Chicken-Kunde wird nie wieder Kunde. Ich hab so türkische Wurst hat mir Fokus gegeben. Es war so eine gepresste. Es ist halt auf jeden Fall, das ist jetzt nicht so gutes Essen. Nein, ist es auch nicht, aber so, das ist halt so, ich kann das halt auch deutsches nicht, Essen in Türkei. Das kann ich in Seele halt auch nicht essen. Ja, das ist auch. Später gehe ich zu dem Türk und nehme irgendwas, was ich noch nicht gegessen habe. Oder ich nehme einfach eh wieder Döner. Was? Das war richtig, richtig. Er pammelt nicht mehr, er schaut ihn in den Kopf. Er hatte doch ein Stocklead für eine Sekunde. Ja, also. Das hat echt völlig verstanden. Ofis verliert eigentlich. Oh! Ja, Mann! Ich würde das schon gern. Ich finde es schade, weil ich mag Ofis Tricks eigentlich nach Jahren. Was? Die Fair war irgendwie komisch, weil ich. Naja, Reed ist Reed. Ich weiß nicht, wie würdest du das Matchup in Zahlen packen? Light Flavor Peach? Ich denke nicht mal über dieses Matchup nach. Also schon Strong Flavor, 70-30 schon, würde ich sagen. War schon ein paar Viewer auf jeden Fall, Alter. Ja, stimmt. Das Liste, Mann. Also, thanks everyone for viewing. Especially this interesting matchup. Nice back air. Nice nair by Sille. Oh, was? Interesting edge guard attempt, but sadly failed. We won't hold a grudge against you if you don't watch this. Digga, Robert ist Streamer erst in seinem. Professional Cam Guy. Oh! Das hat mich nicht geklaut, ja. Weil das nicht gekillt hätte oder so. Als ob das ich bei 80 gekillt hätte. Als ob das ich bei 80 gekillt hätte. Digga, Youngling ist so ein Sch. Nein! Ja! Ja, Digga, super schnell. Also, du kannst das schon echt. Was? War eine dumme Schwankung. Hä, spiel doch einfach wie Axe. Yes. Hab ich das gewonnen? Keine Ahnung, ist gerade noch am Laufen, warte. Kommst du, stinkst. Bux hat einen One-Stop-Lead jetzt im zweiten Game. Was? Bux hat jetzt One-Stop-Lead im zweiten Game. Spaß. Ich bin Live-Ticker. The Snipe! Nimm Puff! Barbarian Sniper! Spiel Puff! Puff! Spiel wen du willst, Spiel Puff und spiel wen du willst, spiel wen du willst. Spiel die Brawl-Helder. Nein, Puff jetzt. Okay, what do you guys think about this stage pick? Zwischen den Games müssen wir hier raufklicken. Ah, ja. Gott, das ist dann wirklich so professionell. Okay, ja, hast du aber auch recht. Okay, es ist in meiner Verantwortung, ob wir einen Sub-Button kriegen oder nicht. Ich finde, dieses Stage Please follow the stream. Please follow the stream at twitch.tv. Please clap twitch.tv/mango0. We need these 5000 subs. Also, ich glaube, es gibt keinen guten Stage-Pick einfach für Youngling. Aber alles, wo er halt, wo Bleach halt weit fliegen kann, um zu sterben, ist immer scheiße. Ich glaube, er will wahrscheinlich so Bombe into Down-Air-Kills haben. Aber ich fand, das war eben nicht das Problem. Er hat die Conversions geklickt, aber er hat das Damage nicht gekriegt. Ich fand, das war sein Problem. Er hat halt auch Ästhet am Anfang. Ich glaube, Opus ist so einer, der so denkt: Oh Mann, ich habe Ästhet, ich bin so wütend auf mich. Ich gebe mir jetzt die Kugel. So, weißt du?
Hast du das neue Lil Wayne Album gehört? Nein, das soll gut sein. Ja, Digga, das ist geistkrank. Auf dem letzten Track spricht er so darüber, dass er das nächste Track ist. Das ist richtig krass. Was? Das ist auch egal, jeder Musiker, glaube ich. Ich finde das voll lustig. Es ist schon witzig, aber der Track bringt es halt richtig so. Der Beat ist halt richtig nice. One last trip to Wayne's World. What? Er hat sich ins Herz gefreut, der sich das klingt wie eine sehr unsichere Art, sie selbst. Ja, er hat so einen Schachtel verkauft. Konntest du nicht vergessen. Halt das immer an die Schläfe hier und rein. Ja, okay. Oder wenn du eine 12-Gauge hast, einfach in den Mund rein. Digga, in den Mund klingt so schlimm, Alter. Nein, Digga, das klappt doch auch nicht auf dich. Nein, wenn du eine Shotgun hast, einfach in den Mund. Ja, aber die pusten dich da auch häufig, ich glaube, ich hab den Kiefer weg. Ja, du musst deswegen hochheben. Ja, das ist schon klar. Du rutschst ja auch ab, wenn du so ab. Können wir bitte nicht über sowas reden, Alter? Das ist jetzt für dich. So lässt er sich nicht chillen, bangen. Oh, was für eine Combo. Das ist voll traurig. Yangling kann alles, ne Combos und so, aber er kann nicht killen. Ey, ich glaube... Auch, er hat doch keine richtigen Combos so. Die sind halt so Bombe zum Meer. So, okay. Ich glaube, wenn Nudeln so aber er gut gegen Tietjes ist, so gegen Kapitel ist, weil ich komme, weil er ist richtig gut mit. Das ist einer der besten Matchups. Oh! Oh! Obacht! 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 Das musst du sagen, wenn 88%. Ich weiß, ich weiß. Das ist in Bayern. Ja, ich weiß. Das ist Achtung! Eieiei. Oh mein Gott, Opus! Oh mein Gott! Der Youngling ist pulling through. Er hat mal mit der Laune direkt gemacht. Das war seine Impression von dir. Ja, ne? Voll gut. Komm, Silip, bang ihn, Alter! Komm! Oh! Nut, Alter! Fette Nut! Komm zurück! Easy! Oh mein Gott, war das geil! Richtig geil! Das war gar nicht so geil! Er muss halt wirklich einfach nur den letzten Beat vorstellen. Ich glaube, Silly ist der coolste Spieler. Ja, Geld, Junge! Nee, Strawstream ist schon cool. Beat Josh. Aber ich finde Peach eigentlich am coolsten. Ich finde Peach halt als Ohren. Keine Ahnung. Geld, Junge, dachte sich, als 2-2 stand zwischen ihm und Dusan. Ich taunte einfach mal, weil ich keinen Bock habe zu gewinnen. Weil ich bin ja 16 und kann in 5 Jahren immer noch. Halt das auf Dreamland? Diese Kombo? Dann ist es mehr wert. Ja, der hat danach noch viel mehr getauntet. Warum? Ja, keine Ahnung. Er hätte das halt legitim gewinnen können, ne? Ja. Ey, ist doch nice, wenn er so meint, ich könnte das nicht. Ich würde über einen Token. Nein, ich glaube, es war halt eher so, wir haben halt alle für ihn gechillt so ein bisschen. Und er so, ja. Wer seid ihr? Ich bin jetzt proud. Wieso, wer seid ihr? Wie meinst du das? Er wollte uns, glaube ich, allen einen auswischen. Was? Hä? Wenn er einfach verliert. Warum? Was? Das macht er immer, wenn ich zugucke. Wer würde das machen? Kannst du mal die Maus machen? Er ist ja auch wahrscheinlich sein Idol. So das Gleiche hat er auch. Wenn ich zu einem Fox ausschauen würde, dann wäre es auch Squiltendorf oder Meruem. Meruem? Sorry, ja, ja. Meruem ist der coolste Fox. Ist okay. Aber das ist halt so, weil er halt so... Ja, weil ich immer gegen ihn spiele und so. Oder Bruder, guck mal. Benno, hast du noch irgendwelche Sets, die du uns streamen für den gleichen kannst? Ja, jetzt wäre Rüdiger Ostgänger. Wenn ich zu irgendeinem Eis hier dann aufschauen würde, dann würde ich nicht mehr nicht spielen. Warum ist eigentlich so wenig? Digga, Merum ist so cool. Frank, du bist auch in der Top 5. Aber, keine Ahnung, Merum ist schon cool, Alter. Das ist das lämste Netz, was ich sage. Einfach wie ein Nuckel spielt und so. Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich glaube, wir sind... Last Stop! Hi! Digga, ist ja richtig teil. Ich finde das voll geil, habt ihr das gesehen? Das ist Bombe to Instagram. Das macht er die ganze Zeit. Oh, der ist tot. Oh, he's dead. This is over. Oh! The clutch fade back. Kiki Masabra, Roma! Oh! Oh! Let's go. Oh, let's go. Oh! Knapp. Was für ein L-Cancel. Oh! Oh! Young Take von Bills. Das ist ein First Seed, Alter. Was hier? Oh, Bills! Ah! Oh, guckt euch die Pose an. Ich hab das noch nie in meinem Leben gesehen. Held der Zeit. Ja, das ist Trend. Oh, jetzt. Trend. Fabian. Das ist jetzt der Wendepunkt. Komm, kommentieren. Das ist jetzt der Wendepunkt des Sets. Pumme Luft. Spiel, wenn du willst. Du bist amazing. Spiel, wenn du willst. Aber ich komm nachher nochmal zurück, oder? Oh, doch, das Pummeluff noch! Okay. Let's go! Pummeluff? Nee. Pummeluff! Oh, er tut's! Jiggly! Ja, ja. Ja. 100. Ah! Mein Ohr! Mach mal die Tür zu! Mein Ohr! Sorry, Mann!
ich würde lieber neben dem Flugzeug sitzen oder so. Oh mein, sorry, Karl. Okay. Oh. Ja. Digga, Bayern richtig in Stadt. Und noch eine! Oh, und noch eine! Und noch eine! Obis gewinnt das Turnier. Oh! Aha, Jigglypuff! Jigglypuff so geil, Alter. Du bist eigentlich Main. JK. Puff stirbt früh, meine Brüder. Hat Rato eigentlich gegen Victor verloren? Ja. Ja. Das ist komisch. Ja, wann hat der verloren gegen Victor? Hat er doch mal verloren. Ja. Ja. Ah, nee, es waren gegen dich und Victor. Wer denn? Victor Arthur. Achso, gegen Vic Arthur. Nee, gegen mich und Susan. Gegen Victor verliert er nicht. Ja, weil er hat stimmt, das ist aber lange her. Ja. Arthur ist richtig gut gegen Victor. Ja, Digga, richtig geil. Es ist halt auch wahr. Der Modus ist richtig geil, Alter. Ich bin richtig am Pokémon. Guckst du, Bro? Okay, Digga, sieh das mal. Digga, du spielst CF, sei leise. CF ist halt. CF ist so broke. Das ist CF hat einen Schein. Was denn für ein. Was? Dein Argument ist invalide. Was? Let's Falco go! Fox sind eh oh mein Gott. Wäre krass, wenn Zillit das noch gewinnt, aber in dem Match ist es richtig. Ja. Aber guck mal, er macht es. Er studiert Raketenphysik, damit er besser im Melee wird. Was? Digga, was? Das Auto kennst du nie, aber das Auto kennst du nie. Ludwig, Alter, Ludwig. Ja, aber Digga, vor allem halt auch so, er hat doch gar nicht getroffen, oder? Keine Ahnung. Er ist einfach so durch die Turne durch und hat gerestelt. Ludwig. Das war krank. Alter. Digga, jetzt finish ihn auf, Alter. Ophophis. Zeig uns allen, wie broken. Mann, stirb jetzt nicht. Der Mann! Der jetzt stirbt, dann verliert er. Oh, sag das mal, du kleiner Bastard. Nein, bitte. Hast du Tech gegen VA geguckt? Oh, das ist... Oh. Das ist ein Wrestling. Nein, hätte nicht. Aber ich hätte es gemacht und wäre gepunished worden. Oh mein Gott. One hit is dead. Halt wirklich. Ey, richtig BM von Ophis. Er hat sogar mit dem Secondary besiegt. Ne, ein First Seed. Was denn? Bayern ist einfach Trash scheinbar, glaube ich, oder? Hör auf, so zu shit-talken, Konzi, du Wichser. Digga, das ist wie damals, als du Hannover auf TSU geshit-talkt hast. Und dann kam halt so. Du machst uns immer alle stärker. Rabeck. Herr Rabeck spielt immer noch. Er hat immer so. Er hat so immer so Combo. Kombos, die hat so. Die Rabeck-Kombo. Kennst du die? Ja, klar, na klar. Ich mal, Alter. Hallo? Rabeck-Kombo war mein. Oh! 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 Nice! Ophis victorious. Natürlich kenne ich die Rabeck-Kombo. Das war mein Treib.